Ja, Coach, Freitagabendspiel unter Flutlicht. Wie groß ist die Vorfreude auf das Duell morgen im Alltag? Ja, sehr groß, weil wir letzte Woche sehr erfolgreich in Vorarlberg gerissen waren. Und deswegen freut man sich alle richtig, wenn man einfach jetzt wieder mit Selbstvertrauen gesegnet sind. Dann freuen wir uns richtig auf das nächste richtungsweisende Spiel. Danke. Ja, Alex, first of all, congrats again on your first goal in the Admiral Bundesliga. How much of a relief was that goal for you personally, but also to win against Lustenau? I am very happy that I scored that goal, but I know also how hard is the season, not only for me, but also for the whole of the team. So these 3 points against Lustenau are extremely important for us. The Lustenau for now is the main opponent fighting to survive in the Bundesliga. So now we have to focus on every single game. Thanks. What's wrong with that? Are you going to shoot all penalties in future? Are you going to shoot all penalties even in future? I'm ready to shoot. Of course, the decision against Lustenau was made directly on the pitch between me and Nick Prelitz. But of course, I'm ready to shoot. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Bei mir war die Erleichterung sehr groß nach diesem Sieg gegen Lustenau. Ich glaube, es wäre ein falscher Partner zu sagen, das war's. Wobei ein bisschen das Gefühl vielleicht da ist. Oder das Gefühl ist bei mir definitiv nicht da. Weil es war wichtig für uns, dass wir diese 5 Punkte uns erspielt haben. Die werden auch noch dringend benotwendigt werden. Wir müssen mit Sicherheit nur einige Punkte machen, weil es ist jetzt ein Vierkampf, durch unseren Sieg ist jetzt ein Vierkampf zwischen Lustenau, Blau-Weiß, Alltag und uns. Und den Abstieg, das glaube ich, ist auch jetzt klar. Deswegen ist jetzt spielrichtungsweisend. Und jetzt sind wir bereits sicher für, das war der größte Fehler, was wir machen. Mein Auftrag ist es, die Ruhe zu bewahren, das habe ich gemacht. Wir waren letzte Woche, sagen wir, extrem cool gewesen, finde ich, extrem coolen Auftritt meiner Mannschaft. Und haben uns alle im Kampf ansagen zum Trotz, dass wir als Tabellenletzte von Arbeit nach Hause fahren. Und auch souveräne Herzleistung hinbracht. Und so ähnlich hoffe ich es mir natürlich auch. Norbert, wie für Neuheit? Wie groß ist denn die Erleichterung, dass endlich einmal beide Stürmer getroffen haben? Da ist sowieso die meisten Saison da und da Nick mit, glaube ich, würde ich sagen, der besten Saisonleistung, oder? In der Saison siehst du es. Und wie groß ist die Erleichterung? Ja, natürlich ist es gut, wenn die Stürmer treffen, wenn es dann auch als Sieg machst und 2-1 hilft und beide Stürmer treffen. Und der Gerard auch eine gute Leistung geboten. Der Nick war überbordend gut, hat die rote Karten rausgeholt, hat den Höfer rausgeholt, war immer wieder gefährlich mit seinen tiefen Läufen. Der Montet und der Alex, ich hab's keinen Befehl ausgegeben, aber ich habe direkt gehofft, dass der Alex den Ball nimmt, weil ich dann Alex schon immer im Training sieht, dass er extrem nach und dran ist an der Startelf, dass er im Training super Sachen macht. Im Training hat er kein Problem mit Abflüssen und so weiter. Und deswegen war ich mir auch sicher, denke ich mal, dass das in Kürze 2-0 steht. Alex Kuhmann für die DD. Hey Silvi, Alltag hat Nick hat eine tolle Siegesserie, 9 Spiele, glaube ich, 4 Spiele ohne Sieg. Es ist jetzt eigentlich so ein Anführungszeichen, aber jetzt kann er so 4 Punkte aus den letzten 2 Spielen, ich glaube 7 aus den letzten 4. Ja, es kennt zwar eine mörderische Krise in Alltag, glaube ich, warum so, wie groß ist die Lust drauf? Ob es dann in Alltag eine Krise gibt oder nicht, wir wollen von Alberg ungeschlagen verlassen und so, doch, das ist auch okay in dieser schwierigen Phase der Saison. Und wenn wir 3 Punkte machen, wissen wir natürlich selber, dass wir uns ein Stück weit frei geschwommen haben, weil nächste Woche ist ja dann das Vorarlberg, glaube ich. Aber das spielt alles eine untergeordnete Rolle. Wir müssen schauen, dass wir wieder stabil wie die letzten Wochen auftreten. Und dann werden wir sehen, was im Alltag möglich ist. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir was machen. Und ob die dann Krise haben oder nicht, das ist mir ziemlich lieber, wenn wir nie haben eine Krise. Alex, how you have to wait a long time for the first goal? So how difficult was it also for your mindset, for your head, to wait so long for a first goal in the league? I was waiting a long time for the first goal in the league, that's true. But I focus always on every single training, that's the most important. So the best idea to improve the next performance in the league is to focus on the every single training next day. So more shooting exercises, more positioning play, and
That's what I did. And so you said it's hard, was a hard season for you and also for the whole team, yeah, to fight for the, yeah, to stay in the league, yeah. So how is the feeling right now after the victory, and so the feeling to fight every game to be still part of the league in the next season? The feeling that every victory will improve the atmosphere inside the dressing room, also between the players. So we have to build up on that. These 3 points were extremely important for us because, as I said before, Lustenau is our, for now, main opponent to survive in the league. We have still 8 games and full focus on that. Alex, how important was the goal with the team, with the Polish team? It was before the game in Lustenau. Mm-hmm. Was this one reason we took the ball to take the penalty? I think I'm in a good moment right now because I started with a goal in 120 against Romania. So, of course, I came back to Tirol with better feeling. So I don't think so that happened, that it was the biggest influence on my decision that I take the penalty. But of course I feel confident on the pitch, and also if I have to shoot another penalty, it's no problem for me. I feel confident. Die Aufgabe, die morgige, wenn du sie vergleichst mit der von der vorigen Woche, ist schwerer oder leichter, würde ich nicht sagen, aber angenehmer, weil die vielleicht ein bisschen mehr mitspielen? Die Aufgabe ist gleich schwer, also es sind andere Voraussetzungen natürlich. Wir fahren immer mit dem extremen Druck nach Vorarlberg. Wir haben schon einen Druck, das ist klar, aber wir haben ein Erfolgserlebnis im Rücken. Und letzte Woche war ja der Druck eigentlich überbordend. Wenn du verloren hättest, den Lust noch bis letzter und dann jetzt schwierig ist. Phase der Saison eingeleitet, so hast du ein Stück weit freigeschwommen und du kannst morgen nachlegen. Also für den her, die Aufgabe ist schwierig, weil Altach eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Du hast in den letzten Wochen zwar kein Ergebnis zustande gebracht, kein zufriedenstellendes, aber in den meisten Spielen auch viele Torchancen gehabt hat und eigentlich an der Abschlussschwäche und an die Chancenverwertung entscheidet ist, dass sie mehr Punkte haben. Aber ja, jetzt sind wir Head to Head und wir werden morgen den Kampf annehmen. Yeah. And a question to Alex. Poland will be the opponent of Austria in the upcoming Euro. What do you think about this? You know the Polish league, you know the Austrian league. I will not surprise you if I say that I will support Poland. but of course, now we were, I think, the last team who has been qualified for Euro. Finger crossed for Poland, also for my brother, who has been qualified with Polish team. Are the leagues the same? I think the average of the Polish and the Austrian league is quite similar. Okay. Alex Kuhn, bitte. Liebe Gates, aber wieder los, wie der Lübstäben sagt, die Null muss stehen. 6 Spiele, 5 Feeds bis jetzt in der Quali-Gruppe, sagt eigentlich auch viel aus über das Kopfkino, oder? Ja, würde mich nicht wundern, wenn jetzt an dem Spieltag noch ein paar X dazukommen zu dieser Ausbreitung. Ja, die Null muss stehen. Wir haben es in Lustenau relativ gut gemacht. Da ist ein Spiel, also haben wir fast nichts zulassen, also das unnötige Anschlusstreffer. Standardsituationen ist morgen natürlich ein Riesenthema. Die muss sie aber wegverteidigen, weil sie mit Nui und Rainer 2 Spieler jenseits der 2 Meter haben. Also das ist dann schon eine Herausforderung für uns. Aber am besten Standards wegverteidigen ist, wenn es den nicht zulässt. Und wenig unnötige Eckbälle kreierst und so weiter. Aber es ist durchaus möglich, dass die im Spieltag 3x und dazu kann man nicht machen. Würde man nicht mehr. Danke. Danke fürs Kommen. All good, all the best. Danke. All the best.